Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Er ist aktuell richtig gut drauf, den kann keiner aufhalten. Topscorer der Liga und er will hier natürlich an die Leistungen aus den letzten Wochen anknüpfen. Hallo liebe Fußballzuschauer, wir melden uns aus der Pre-Zero Arena, wo es aktuell regnet. Aber ich glaube, die Bedingungen sind dennoch hier ziemlich gut. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Hier haben wir die Aufstellung der TSG 1899 Hoffenheim. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2. Und das ist recht offensiv ausgestaltet, ne? Ja, das stimmt, Wolf. Zwei Stürmer ganz vorne, dazu die Mittelfeldspieler, die angehalten sind, weit aufzurücken. Das ist natürlich auch, das ist ein Risiko. Auch heute herrscht mal wieder super Stimmung. Ja, Wolf. Und ich hoffe, Sie hören das auch zu Hause an den Geräten. Die Fans gehen mit, sie fiebern mit, sie feuern ihre Mannschaft an. Das ist dieses ganz besondere Spieltagsfeeling. Das hast du so in keiner anderen Sportart. Es kann losgehen. Anstoß Hoffenheim. Abgefangen, dieses Anspiel von Rudi. Den Ball holt er, gut verteidigt. Er lässt sich da nicht aufhalten. Schaut jetzt, Herr Jovic. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Christopher Nkunku. Leipzig über außen. Er hat Platz zum Flanken. Die Chance für Jovic. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht das. Das könnte eine Gelegenheit werden. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Konrad Leimer. Klasse Pass. Gute Idee, dieser Ball. Das ist noch gefährlich. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Ball kommt rein. Da passt er auf, Ball geklärt. Angelino. Jetzt sind sie am Ball.
Es gab ja mal Zeiten, da schien der Aufstieg von Hoffenheim unaufhörlich. Aber Wolf, dann kam der Einbruch und wir müssen schauen, ob sie jetzt so langsam aber sicher mal Konstanz da reinbekommen. Von den Möglichkeiten her gehört der Club nach oben. Es gibt Neuigkeiten zum Spiel in der WWK Arena. Da hat es einen Treffer gegeben. Rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für... Gute Chance. Ah, sie verpassen den Ball. Nee, der Ball ist erstmal weg. Sie üben schon früh Druck aus. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Beim Ballbesitz hat RB Leipzig im bisherigen Verlauf des Spiels Vorteile. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufangen. Ja, energischer Vorstoß. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Brennan. Pass wird abgefangen. Sie haben den Ball. Mijat Kacinovic. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Was für eine Rettungstat. Das war natürlich richtig knapp auf der Linie gerettet. Auf der Linie gerettet, klasse Aktion, sah nach einem sicheren Tor aus. Gut dazwischen gegangen. Ja, ganz energisch geht er dazwischen. So fangen sie den Angriff früher ab, sehr gut. Dani Olmo. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gib Sinn, Applaus. Die Ecke kommt rein. Er macht das Tor, klasse Kopfball. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Gutes Zuspiel, technisch anspruchsvoll gemacht. Tyler Adams. Gute Aktion. Flanke auf den langen Pfosten. Oh, super Flugkopfball. Da machen sie das Tor. Also das ist schon sehr nah an der technischen Perfektion. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke und dann dieser Kopfball, schön durchgesetzt und der ist auch wieder zu Ende. Eine einseitige Angelegenheit, das drückt auch das Ergebnis aus. Das ist der Pausenpfiff für diese Partie am heutigen Tage, Leipzig führt. Sie gehen hier einem Sieg entgegen, liegen deutlich in Führung und wir wissen ja, wie defensiv stark sie sind im bisherigen. Bisher läuft es richtig gut für die Leipziger. Mal sehen, wie sich diese Partie noch entwickelt. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch, von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt.
Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Borussia Dortmund. Emre Can ist der Torschütze. Ein abgefälschter Ball ermöglicht diesen Treffer. Ich glaube, da war auch ein bisschen Glück dabei. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind hier 49 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Klostermann. Angelino. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Das ist die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Sie nehmen den Wechsel vor. Jetzt die Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. In der WWK-Arena tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Torschütze war Robert Lewandowski. Dieser Ball hier noch abgefälscht. Naja, und dann ist der Keeper am Ende auch machtlos. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 60 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Da kommt die Flanke. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Sie holen sich den Ball. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Jovic. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Wieder ein Treffer. 5:0. Das spricht eine deutliche Sprache. Werner. Bicakcic. Nordfall. Baumgartner. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Es gibt Neuigkeiten zum Spiel in der WWK. Da hat es einen Treffer gegeben. Rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den FC Augsburg. Das Tor geht aufs Konto von Gustavo Bou. Der Ball wird noch abgefälscht. Naja, und dadurch ist er dann auch unhaltbar. Damit steht sie nun 3:2. Gespielt sind hier 69 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Baumgartner. Rudi. Florian Grillitsch. Hier das Bebu. Gutes Tackling. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ah, keiner da, schade. Da ist die Flanke. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Der Ball auf den langen Pfosten jetzt. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen, Buschi, denn das war heute eine eher diskrete Leistung. Sehe ich auch so, immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten, die kannst du dir in so einem Spiel nicht machen. So, kein Grund zur Aufregung, Kopfball geht neben das Tor. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Bicakcic. Er ist frei, da kann was draus werden. Gutes Pressing jetzt. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen.
Tyler Adams. Macht er gut. Ball geht an den langen Pfosten. Da kommt er raus und hält den Ball. Und jetzt ein Schuss. Glanzparade gehalten. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Die Ecke kommt. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Ist es das? Guter Versuch, aber der Torwart kann parieren. Ja, viele ist ihm bisher ja nicht gelungen, aber das macht er gut. Viel hat dann nicht gefehlt und sein Versuch wäre von Erfolg gekrönt gewesen. Ah, da hätte er eigentlich den Treffer verdient gehabt. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Sie üben schon früh Druck aus. Gute Balleroberung, was machen Sie? Super gemacht, mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Wirklich klasse, was der hier heute gezeigt hat bei diesem Erfolg. Mit seinem Dreierpack war er natürlich der entscheidende Mann. Leipzig über außen. Er hat Platz zum Flanken.